Hey du. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Horizon und helfen ihr. Korrekt. Aber dieser Traum ist wie nasse Glut erloschen. Wie meinst du das? Ich habe mir Speerberichte dieser Gegend aus der Zeit der roten Raubzüge besorgt. Sie erwähnen Ruinen voller Schätze. Aber ein paar junge Rekruten haben die Schriften gestohlen und wollen sich die Relikte selber holen. Ich will sie schnappen, bevor sie mit meiner Beute davonlaufen. Vielleicht kann ich sie aufspüren. Gib ihnen auch gleich eine Tracht Prügel von mir mit, ja? Ah, brauchst du Maschinenteile? Oder würdest du gerne welche loswerden? Was hat sie denn so? Schön wäre, wenn das, was wir benötigen für irgendeine Mission, wenn das ein bisschen markiert wäre. Oder ist es alphabetisch geordnet? Denn wir brauchen irgendeinen Zahn von irgendeinem Tier, wo ich gerade nicht drauf komme. Aber das bräuchten wir auch. Ich weiß aber nicht, ob einmal oder zweimal. Was ist das denn? Wie teuer kostet? Zurück an die Arbeit. Okay. So, wir wollen. Haben wir die Mission? Begib dich zu den Koordinaten. Das Ganze geht in diese Richtung und das ist weit, weit weg. Wir. Nee, das ist nicht das. Nee, Rennbahn. Das war es auch nicht. Nee, das ist es auch nicht. Jetzt finde ich die Mission nicht. Stolpern wir da zufällig drüber oder kriegen wir noch irgendwie einen Tipp, wo das sein kann? Denn aktuell sehe ich es nicht. Weil das ist die Mission, die wir haben. Wir gehen da nochmal hin und nehmen gleich mal die anderen Dinge mit. Zurück. Gut, ja. Ich habe Verträge für dich. Du sagtest etwas von Pflugkornteilen für deine Rüstung. Es gibt eine Herde nicht allzu weit von hier. Wenn du mir die richtigen Teile bringst, wird die Rüstung so unerschütterlich wie sie. Ich versuch's. Oh, eine Sache noch. Pflughörner hinterlassen Blumen auf ihrem Weg. Die Utaro würzen ein Getränk damit, um den Geist zu beruhigen. Das will ich probieren. Vielleicht inspiriert es mich. Na klar. Mal sehen, was ich tun kann. Du sagtest, du brauchst alte Maschinenteile für deine Rüstung? Ah, ja. Der Friedhof in der Nähe ist voll davon. Schreckliche Dinger. Mit einigen ihrer Teile kann ich eine Rüstung schmieden, die Angst und Unruhe bei deinen Feinden hervorrufen wird. Ich
lese das später durch. Sehr schön. Ich freue mich bereits auf deinen Erfolg. Ich muss gehen. Das Glück sei mit dir. Okay. So. Wir... Okay, da sind sie. Wir haben immer das. Wir gucken auf die Karte. Das ist da oben, das ist da unten. Das was zum Schnellreisen. Das auch was in der Nähe zum Schnellreisen. Und das andere, das müssen wir dann später einmal finden, denn momentan taucht es nicht auf. Da ist das Feuer. So. Jetzt wieder einmal einen Weg hier rausfinden und dann hoffen, dass wir da, das hier ist 700 noch was, das ist das, wo wir hinwollen, das ist der Linker. Das Wasser ist jetzt aber ganz schön weg. Vielleicht ein paar mehr mitnehmen, falls wir mal wieder welche brauchen, damit wir dann diese... Maschinen, die ich für Handa finden soll, müssten in der Nähe sein. Ich sollte den Vertrag nochmal durchlesen. Nicht, dass ich etwas übersehe. Da ist ein Hase. Das hier ist ein alter Friedhof. Zeit für meinen Fokus. Suchen wir nach nützlicher Beute. Ist das hier was? Das wird Handa gefallen. So, das ist nichts. Was, aber ich glaube, das ist dann nur zum Hochklettern. Mehr nicht. Ah, da oben ist noch was. Wobei, hier gibt es nichts, was wir holen können. Schade. Da vorne? Das könnte nützlich sein. Wir gehen noch ein Stückchen hoch, in der Hoffnung, dass sich da oben noch eins befindet. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat. Manchmal drücke ich es zu früh oder zu spät und dann passiert das. Das wird Handa haben wollen. Mehr Beute finde ich hier wohl nicht. Ich sollte noch zum anderen Ort aus Handas Vertrag. So.
Der ist ein bisschen weiter weg. Hier oben ist... Na komm, wenn wir schon einmal da sind, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ist noch ein Lagerfeuer, das gönnen wir uns auch noch. Kluges Kerlchen. Ich hoffe, dass er nicht durchs Wasser schwimmt und uns angreift, so dass wir ganz entspannt. Okay, dann trotzdem durchs Wasser. Habe ich nicht kommen sehen. Ich hoffe mal, dass er von uns ablässt, so dass wir gleich das hier verwenden können. Es dauert sehr, sehr lange dafür, dass wir ihn nicht sehen. Und ich glaube, dass er uns auch nicht sieht. Okay. Warum? Dauert das so ewig? Müssen wir jetzt echt dahin das Tierchen kaputt machen? So, wo ist der eine? Hier ist, glaube ich, noch etwas. Dann ist da noch ein bisschen was. Und halt. Das war das nicht. Doch, ich glaube ja nicht. Und dann noch einmal ins Wasser, um den das Ding... Kram zu sammeln. So, haben wir oben das Feuer. Wir möchten gerne nach hier. So, reisen wir nach da und entdecken, was es da zu entdecken gibt. Da waren es jetzt mal zwei Verwüster. Ich weiß gar nicht, warum wir bei der Kanone nicht dahin gehen konnten, sondern... Einer alten Maschine nähern, die Handa geplündert haben will. Hätten wir hier wunderbar beides machen können. Es kann Handa eher nicht im
brauchen, aber ich. Kann er das wirklich gebrauchen können? Vielleicht kann es mir was nutzen. Die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Denke und hoffe nur finden. Komm schon. Der war gut, also haben wir ihn gleich zweimal. Jetzt dauert es ewig lang, bis wir ihn dann tot kriegen oder Schaden machen. Interessant, wie es so einen Berg hoch macht. Geschafft und am Ende gefühlt überhaupt keinen Schaden mehr gemacht. Das war schade. Müsste mich noch einer alten Maschine nähern, die Handa geplündert haben will. Die muss hier irgendwo sein. Wenn hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das Ganze auch so hin, dass wir die Verwüster nicht unbedingt treffen. Das kleine Schweinchen lassen wir in Ruhe. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Schnell hoch. So, du hast nichts gesehen. Lauf ruhig weiter. Manchmal sind sie ein bisschen nervig, die kleinen Tierchen. Aber jetzt. Okay, das war jetzt nicht so viel. Säure ist echt gut.
So, Säures Träumchen. Wir gehen mal hier unten hin. Ah, jetzt sehen wir die ganzen Dinge auch markiert. Sehr gut. Ich treffe Vorbereitungen. Wir hätten die wunderbar gemeinsam machen können, die Mission. Nein, da sind wir einmal dorthin, dann dahin. Nervt manchmal ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen, bis der hier bei uns ist. Aber die Investition in die Säure-Dinge war nicht verkehrt. Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht sieht. Ein Verwüster auf der Jagd, gerüstet für einen Kampf. Gewusst wie, die können so einfach sein. Das wird Handa gefallen. Ah, Affen. Sehr gut. So, wir haben da einen Vogel. Dann sammeln wir mit das hier ein. Das könnte nützlich sein. So, wo sind denn noch 4 oder 2? Da sind noch kleine Tierchen. Da sind noch welche. Da hinten ist noch eins. Gut. Sieht nicht wie Rüstungsmaterial aus, das wir Tanda haben wollen. Gleich beide geöffnet. Mit einem Schlag. Und das andere war hier noch. Das passt. Das sollten genug Relikte für Handas Rüstung sein. Muss sie jetzt nur noch zu ihr bringen. Lagerfeuer war gefühlt nicht weit weg. Bringen wir das noch hin und geben es ab. Ich habe Teile vom Maschinenfriedhof für dich. Ein gespensteschöner Ort, nicht wahr? Deine Bezahlung, wie vereinbart, ein weiterer Schritt auf dem Weg zu meinem Meisterstück. Ich muss gehen. Das Glück sei mit dir. So, den haben wir abgeschlossen, den Auftrag. Wir haben davon noch 2, auch ganz viele Fähigkeitspunkte, die wir einsetzen können. 20 Stück in Summe. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das Ganze machen. So, hier haben wir... Ah, das hier war es ja. Einer ist nicht weit weg, der andere ein bisschen. Wir. Okay, das hier oben. Gut, gut, gut. Und der andere, der ist da oben. Auch ein Stückchen weg.
wir haben hier das Feuer, das ist dann ganz gut zu erreichen. Machen wir aber dann ein anderes Mal, vielleicht sogar das nächste Mal. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.